In einer Grundschule nehmen drei Schüler an einer Erste-Hilfe-AG teil. So, ihr Lieben, ich habe euch jetzt einiges gezeigt, wie die Erste-Hilfe so ungefähr funktioniert. Jetzt werden wir das auch noch mal ganz schnell im Schnelldurchlauf noch mal durchgehen. Also, wenn wir einen verletzten Menschen antreffen, ist das erstmal wichtig, dass wir den ansprechen, ja? Wenn er nicht darauf reagiert, wobei nicht mehr bei Bewusstsein ist, überstrecken wir den Kopf und gucken einmal, ob er atmet, ne? Einmal hier fühlen, ob sich Brustkorb bewegt, einmal hoch und runter geht. Und wenn das nicht funktioniert, sollte noch mal nach dem Puls gucken und dann jemanden wiederbeleben. Das habt ihr eben schon gesehen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir das gemeinsam mal ausprobieren, damit wir das später auch den Eltern vorführen können, ja? Ich würde sagen, Ladies first, ja? Komm, dran. So gut. Nur zu. Genau. Sehr gut. Super. Super. Ich wollte. Hey. Oscar. Hey. Oscar. Jeder kommt mal dran. Okay? Alles gut. Gut. Magst du noch mal versuchen? Na komm. Oscar, das ist uncool. Das ist nicht so in Ordnung. Also, das hilft dem Patienten nicht wirklich. Oscar! Hey, sag mal. Komm, beruhig dich mal. Was ist los? Du kannst doch nicht einfach auf so eine Puppe einhauen, Oscar. Hä? Was mit der Puppe? Boah, wir wieder. Aus welchem Grund hast du denn auf die Puppe eingeschlagen? Das ist ja, weil die Puppe blöd ist. Weil die Puppe blöd ist. Ja. Mich hat total überrascht, wie Oscar reagiert hat, weil ich ihn eigentlich die ganze Zeit als relativ ruhig und entspannt wahrgenommen habe. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er Spaß hat. Holst du es wieder? Ja. Dankeschön. Ich würde sagen, vielleicht einmal die Eltern reinholen. Ich würde einmal mit der Mutter sprechen. Das ist eine komische Aktion jetzt. Ja. Ne? Aggressives Verhalten bei Kindern ist immer ein Zeichen für Hilflosigkeit. Deshalb ist Sozialarbeiterin Natalie Nakowska alarmiert und will von der Mutter des Achtjährigen mehr erfahren. Die Alleinerziehende gesteht, dass dies nicht der erste Ausraster war. Okay, das ist aber so in letzter Zeit kommt ja, das wohl zu Hause auch schon vor. Seit ein paar Wochen ist es so, dass ich mir das gar nicht erklären kann. Er redet auch nicht darüber, was ist. Aber jetzt die Sache jetzt mit der Puppe macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil ich überhaupt nicht weiß, warum. Ich glaube nicht, dass Oscars Verhalten daran lag, dass er sein Können nicht beweisen konnte. Aggressivität, Wut, Trauer, das sind oft so Emotionen, die dann hervortreten. Aber eigentlich ist was ganz anderes unter der Oberfläche. Wir könnten ein Spiel spielen, wenn du möchtest. Okay. Ein Spiel mit ein paar Bällen. Hast du Lust? Okay. Ja? Sollen wir es mal ausprobieren? Ja, ich bin für alles offen. Also. Okay. Die Mama tatsächlich hier noch ein Spiel mitspielen, ne? So, guck mal hier. Nimm mal einen Ball. Kriegst du noch einen zweiten mit? Okay. Kriegst du noch einen dritten mit? Ich nehme den. Dann nehme ich die. Komm. Was sollen wir damit machen? So, wir gehen einmal und legen die fünf Bälle da drauf. Und der Oscar kriegt von mir jetzt noch ein paar Utensilien, okay? Meine Wundertasche. Also, ich gebe dir jetzt gleich Post-its, okay? Du darfst dir gleich eine Farbe aussuchen und wir überlegen gleich mal gemeinsam, ob wir für jeden Ball eine Überschrift finden. Und das darf sich auf Personen beziehen, die irgendwie nah in deinem Leben sind, wie zum Beispiel deine Mama oder ich weiß, gibt es noch eine andere Person, die dir sehr nah ist? Oma. Deine Oma, okay, dann hätten wir schon mal zwei. Und dann können wir gemeinsam überlegen, ob es hier in der Schule etwas gibt, was dich total nervt. Ja, da fällt dir bestimmt auch was ein, oder? Ja. Was okay, nervt dich denn jeden Tag? Hm? Hausaufgaben. Mitschüler. Was noch? Lehrer. Ah. Okay, ja, das die Klassiker, ne? Die Aktion Ballbösewichte habe ich gemacht, um Oscar Raum zu geben, einmal seine Wut rauszulassen, indem er einfach sich einen Ball aussucht, ihn vorher benennt, auf ihn eindrescht. Und dadurch konnte ich mir ein Bild machen, was ist da eigentlich wirklich los? Ne? Hat das was mit der Schule zu tun? Hat das vielleicht was mit dem Elternhaus zu tun? Wir gucken uns mal die Bälle an. Und jetzt kriegst du gleich von mir die Erlaubnis, dir einen Ball auszusuchen, der dich am meisten nervt von denen. Und du darfst mit dem Ball machen, was du willst, okay? Das ist aber viel Wut gegen die Oma. Also ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Du bist doch noch total gerne bei der Oma. Er ist manchmal am Wochenende da und freut sich immer riesig, wenn er zu ihr darf. Kriegst du doch immer alles Schokolade und die kocht dir dein Lieblingsessen. Und ja, aber die Oma hat mich auch, wie ich die Puppe hatte, die mich im Schrank eingeschlossen. Die Oma hat dich im Schrank eingeschlossen? Mhm. Wann ist das denn passiert? Weiß ich nicht mehr. Ich war ziemlich schockiert, als ich gehört habe, was Oscar über meine Mutter gesagt hat.
dass er ihn angeblich in den Schrank gesperrt haben sollte. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil meine Mutter ist so liebevoll und Oskar geht auch gerne zu ihr. Wie ist denn das Verhältnis zu der Oma? Das ist total super. Also, du wolltest doch immer gerne dahin und... Ja, die verwöhnt ihn total. Deswegen kriegen wir uns ab und zu mal in die Wolle. Ja. Ne? Aber ich sag dann immer, mein Gott, ich bin froh, dass ich sie hab. Weil ich bin ja auch berufstätig und ohne sie wird das gar nicht gehen. Ich hab total verwundert, dass Oskar so reagiert, obwohl er so ein tolles Verhältnis zu der Oma hat. Ne? Und sie ihn ja auch viel verwöhnt und alles für ihn tut. Und dann unterstellt er ihr, dass sie ihn einsperrt. Das kam mir ein bisschen merkwürdig vor. Und das musste ich jetzt einmal rausfinden. Ja, ich rufe die mal ganz kurz an, ja. Das brauchen wir nicht. Die Sozialarbeiterin will trotz der ablehnenden Haltung des Grundschülers schnellstens klären, was an der Aussage des Jungen tatsächlich dran ist. Da die Frührentnerin nicht weit von der Schule entfernt wohnt, bittet Oskars Mutter die 58-Jährige vorbeizukommen. Etwas später trifft die Großmutter in der Turnhalle ein. Sie weiß noch nicht, was geschehen ist. Oskar, was ist denn los? Was ist passiert? Hat er einen Unfall gehabt? Nein, ist alles gut. Oskar. Ich habe die Oma dazu gebeten. Sie kann direkt etwas dazu beitragen, indem sie einfach sagt, ob es stimmt oder nicht. Und mit allen Beteiligten am Tisch lässt sich so ein Gespräch einfacher führen als über andere. In dem Erste-Hilfe-Kurs hat er Puppe geschlagen, hat die eingesperrt. Nein, und dann habe ich gerade mit ihm eine Übung gemacht. Und da hat er dann erwähnt, dass die Oma ihn in den Schrank gesperrt hat. Ach Gott, in den Schrank. Genau, deswegen haben wir sie angerufen, um das einmal klarzustellen. Was ist denn los, Oskar? Warum machst du das denn? Frau Röhr, ich habe da eine kleine Vermutung. Ich würde auch einmal vorschlagen, dass wir vielleicht noch eine kleine Übung machen. Sie gucken einfach mit zu. Mhm. Ich würde Sie bitten, dass Sie mir vielleicht einmal helfen, den Deckel abzumachen. Ja, und hier einmal umzudrehen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Und Oskar, ich brauche dich gleich noch mal, ja? So, und ich habe mit Oskar eine Übung gemacht, in der er sich vorstellen sollte, dass er in einen Brunnen gefallen ist. Er sollte sich da hineinfühlen. Und das Ziel war herauszufinden, welche Vertrauensperson er mir nennt, die ihn da rausholt. Setz dich mal richtig gemütlich da. Weißt du, was ein Brunnen ist? Ja. Weißt du das? Hm? Ganz schön tief auch, ne? Ja. Tief und nass und dunkel. Kennst du? Ja. Okay. Dann versuch dir jetzt mal vorzustellen, dass du jetzt in so einem Brunnen bist. Hm? Ja. Und wie ist das so, wenn man in so einem Brunnen sitzt? Kannst du dir das vorstellen? Ist es warm da? Kalt. Kalt. Und wie ist es noch? Und man kann nichts sehen, es ist ganz sehr dunkel. Mhm. Okay, jetzt pass auf. Wenn du dir jetzt eine Person aussuchen könntest, die dich aus diesem Brunnen rausholt, wer wäre das? Die Übung soll zeigen, auf wen sich der Achtjährige in einer schwierigen Situation verlässt und wie er zu seiner Großmutter steht. Bevor der Grundschüler aber selbst entscheiden kann, ergreift die Frührentnerin beherzt die Initiative. Doch der Junge schreckt zurück. Hm? Oskar? Wir haben uns doch nicht, was ist denn? Warum? Du riechst ein bisschen nach Zigaretten. Aber warum? Wegen dem neuen Freund Jupp. Von Jupp? Ja. Aber Jupp, der ist doch so nett zu dir. Mama, ist das dein Nachbar? Oder wer ist Jupp? Ja, ist also ein lieber, netter, sympathischer Mann. Der ist ja der Nachbar. Und wir verstehen uns eigentlich sehr gut und wir unternehmen auch einiges zusammen. Das wollte ich dir eigentlich immer schon mal sagen. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, dir das zu sagen. Ja. Das ist doch toll, Papa ist doch 10 Jahre tot. Ja. Das ist doch gar kein Problem. Ich freue mich doch, wenn du jemanden gefunden hast. Ja. Du kennst doch Jupp auch, du hast doch ein paar Mal von ihm erzählt, oder? Mhm. Nachdem Oskar von seiner Oma weggewichen ist, als sie ihn umarmt hat, erzählte er, dass sie nach Zigarettenrauch riecht und er das mit dem neuen Freund der Oma verbindet, mit dem Jupp. Das habe ich dann als Anlass genommen, ihn direkt einzuladen, weil er eh um die Ecke war. Was mich verwundert hat, war, dass Oskar sehr freudig reagiert hat, als er ihn gesehen hat. Er hat auch ein Geschenk gekriegt. Und kurze Zeit später hat er wieder bockig reagiert. Ja, freust du dich doch, Oskar, oder? Hm? Kannst du gleich wieder mitnehmen. Oskar, das macht man doch nicht. Das ist doch ein Geschenk, hör mal. Tut mir leid. Als ich das Verhalten beobachtet habe bei dem Oskar, war das Erste, was mir in den Kopf stieg, dass er vielleicht in dem Freund eine Konkurrenz sieht, weil er nicht mehr der einzige Mann bei der Oma ist. Bist du vielleicht ein bisschen neidisch auf den Jupp?
Ich darf nicht mehr so lange Fernsehen gucken und muss. Und wir gehen jeden Morgen spazieren. Okay, und mit dem Fernsehen gucken war auch eh immer ein bisschen lang, ne? Du bist ja nächsten Morgen gar nicht aus dem Bett gekommen, mein Schatz. Aus einem gemeinsamen Gespräch erfuhr ich, dass durch die Beziehung zu Jupp sich einiges verändert hat und dass der Oscar dadurch natürlich nicht mehr wie gewohnt alles kriegt, was er will. Da bestätigte sich dann schnell meine Vermutung, dass er wirklich einfach große Angst hat, seine Oma zu verlieren. Guck mal, die Oma, die war doch die ganze Zeit allein und ich freue mich total für die, dass die jetzt jemanden gefunden hat. Und deswegen bist du ihr doch genauso wichtig, oder? Und wir werden auch noch alles zusammen machen, wie bisher. Aber eben halt auch mal, dann kommt ja auch mal Jupp dran. Also das. Manchmal muss man Kompromisse eingehen. Eltern, die ein aggressives Kind zu Hause haben, empfehle ich, das Kind auf jeden Fall ernst zu nehmen, ein Gespräch zu führen. Meistens erfährt man da schon, wo der Schuh drückt. Wenn all dies nichts helfen sollte, empfehle ich, sich professionelle Hilfe zu holen, wie zum Beispiel bei der Schulpsychologie. Nachdem die Familienhelferin das Verhältnis zwischen Enkel und Großmutter retten konnte, verbringen die beiden wieder mehr Zeit miteinander. Inzwischen hat Oscar auch den neuen Mann in Omas Leben ins Herz geschlossen und besucht ihn immer öfter.